Und somit willkommen, Freunde, zu Kapitel 5, die Dunkelheit des Hades. Ich fand ja Kapitel 4 bis jetzt am härtesten. Auch den Tod meiner Schwester, den ich erleben musste, der war echt übel. Komm on, Rose! Answer me! Rose! Ich denke mal, nachdem, was sie mit ihrer Schwester erlebt hat, so ein bisschen die, so ein bisschen in Ohnmacht gefallen, ne? She's gone, Aubrey. And it was too late. But she's gone. I know. But you made a promise, Rose. Scout's honor and everything. If you don't leave now, they will get you too. Promise. Come on. Get up and get out. The left side door. Go! Okay, er hat gesagt, die Tür auf der linken Seite. Boah, das ist aber echt düster hier. Ah, mein Gott, dass er mich immer so ein bisschen rettet, weil er ja die Tür noch ein bisschen koordiniert. Continue towards the physics department. Once you've gotten me out of here. I'm not going to the engine halls, Aubrey. But you said. You promised. I know, Aubrey, I know. And I will stay true to my word. But my sister asked me to do one last thing for her. I have to do this first, Aubrey. Family first. I understand. Where do you need to go? The theater. How do I get there? Get that physics department door open while I work out how to get you to the theater. I'll be right back. Warum geht das nicht? Da einen anderen Schalter oder so? Nö. Will er nicht. So, gucken wir mal, ob wir dann rechts von der Seite ran können. Was haben wir hier? Okay, das ist auch nochmal ein Brief. Sehr gut. Was passiert, wenn ich den jetzt einschalte? Irgendwo eine Tür aufgegangen, aber wo? Ich habe es jetzt nur gehört, aber ich konnte es nicht sehen. Ich dachte eher in dem Raum hier irgendwie. Eine Geheimtür oder so. Vielleicht die hier mit den Zahnrädern, kann das sein? Das Problem hier ist Strom, da kommen wir sonst ja nicht weiter. Okay, I think I've got a solution, Rose. You there? Yeah, I'm here. Something is burning, though. Oh yeah, that would be the reactor core. This is ground zero, where it all began. Turns out the fire we lit just kept on burning. It's been consuming the helios from within for days. Don't breathe the fumes. Highly inadvisable. Easier said than done. Ganze Zugriff. You had a way for me to get to the theater? 11223. I do, but you're not going to like it. Come on. Hit me. You see where all the smoke and fire is coming from? Well, we're going to walk you straight through the middle of it. I hate this place. It gets worse. The reactor core is shielded, so the receiver won't work once you're down there. You'll have to traverse the flames on your own. I'm going to monitor the exotic energy spread behind you, see if I can contain it. I'll talk to you on the other side. Okay. Any last minute advice? Don't burn up.
So. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. 11, 2, 3, 3. Eins, zwei, drei, drei. Falsch. Eins, eins, zwei, drei, drei. Code jetzt auf, falsch aufgeschrieben. 1, 1, 2, 3, 3 war meine Meinung. Okay, 1, 1, 2, 2 und dann die 3. Ah, alles klar. Boah, man muss den Code natürlich auch richtig eingeben, wie man ihn gelesen hat. Okay, da sind wir schon am Kern. Brauchen wir irgendwie Keykarten oder so, so sieht das aus. Hier weitergehen, ne? Er hat aber ganz schön zerlegt, den Kern. Mega übel, gerade was Stromversorgung und so angeht. Also hier wieder dasselbe, irgendwelche Röhren oder das Glühlampen. Ich dachte jetzt, da müsste ich irgendeine Keycard oder so haben. Nein, jetzt geht das hier zu. Hier brennt es jetzt überall. Ich glaube, dass wir hier rauskommen. Ah, das war nicht so gut. Da war ich zu voreilig, aber okay. Woher soll man es auch wissen, ne? So, warten wir mal, bis die Flamme vorbei ist. Manchmal. Right next to him as he's solving equations in seconds that had kept Les and Matt at bay for weeks. You could practically hear his mind tick, Lenny. You could hear it like a force of nature. Aubrey. And I'll tell you what. Aubrey. Hang on. Aubrey. Rosie, you're back. Great. I was just telling you. Ja, wir kämpfen ja auch hier wie die Kesselflicker. Aubrey, how do I get to it? You said there was an elevator? Of course. It's right up ahead. Bringing it to you now. What do you need to do there, anyway? Was zu lesen, aber okay. Rose. Wir müssen hier raus, wo wenig Qualm ist. The sorrow you feel. And you have my sincerest sympathies. But I've saved your life a handful of times already. I think I've learned to know what this is about. You're right, Aubrey. I'm sorry. I'm looking for a notebook that my sister hid somewhere in the theater. It contained her new research, and I promised her I'd guard it.
Ah, okay. Ich vermute mal, hier wird's sein. Sie hatte gesagt, sie sucht ein Notebook. Ja, das the elevator is here, Rose. Whenever you're ready. Ah, er hat den Fahrstuhl geöffnet. Das finde ich schon mal sehr geil. Oh, das war. Es ist wirklich so ein bisschen Bioshock-Atmosphäre, wenn man das so sieht. Aber geil gemacht. Gefällt mir. Oh, wir haben Kapitel 5 geschafft. Das hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Das ist wirklich ein bisschen kürzer gewesen. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mal ein Abo da. Ein paar Kommentare, Daumen nach oben. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.